Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12 neu, vorher Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.339, Schluss mit der Dispo-Abzocke, NRW braucht einen Dispo-Deckel für Sparkassen. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Schulz hat für die Piraten das Wort. Ich danke, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Schluss mit der Dispo-Abzocke. Die Piratenfraktion NRW fordert, schnellstmöglich gesetzlich festzuschreiben, dass die Dispozinsen und Überziehungszinsen für Sparkassen in NRW auf maximal 8% über Basiszins gedeckelt werden. Sie werden sich vielleicht fragen, warum wollen wir das für NRW? Nein, richtiger wäre es natürlich in der Tat, das auch im Bund zu fordern, für das gesamte Bundesgebiet. Aber wir befassen uns mal nur mit NRW und auch mit der, ja, ich sag mal, mit der Rahmengesetzgebung, Gesetzgebungskompetenz NRWs für die Sparkassen in diesem Lande. Laut einer Studie der FAZ und der Institution Korrektiv verlangen die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen saftige Dispozinsen von ihren Kunden. So liegt der effektive Dispozins der Kreissparkasse Köln bei 10,81%, 11,31% verlangt die Sparkasse Düsseldorf, 12,29% die Sparkasse Duisburg, 12,037% Sparkasse Mülheim an der Ruhr, 11,56% Sparkasse Essen, 11,359% die Sparkasse Oberhausen. Zinsen für die Inanspruchnahme von Dispo-Krediten stellen eine besondere Belastung von Sparkassenkunden dar, die in Zeiten einer Nullzinspolitik der EZB und einem praktisch gegen Null tendierenden Guthabenzins zu einem auffälligen Missverhältnis zwischen Guthabenzinsen und Schuldzinsen bisher geführt haben. Die horrenden Dispozinsen lassen viele Verbraucherinnen und Verbraucher direkt in die Schuldenfalle tappen und verschärfen das soziale Ungleichgewicht in unserem Land. Allerdings geht dieses Ungleichgewicht auch bundesweit zulasten der Bürgerinnen und Bürger, weshalb von NRW als dem bevölkerungsreichsten Bundesland ein deutliches Zeichen ausgehen muss. Im September des Jahres 2015 hat die Landesregierung, das ist hier wirklich hoch anzurechnen, von Nordrhein-Westfalen aus einen Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht, der eine Deckelung der Dispozinsen auf maximal 8% für den gesamten Bankensektor vorsah. Das geschah im Rahmen der Beratung über die Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Die Große Koalition, also ich möchte dazu sagen, im Bundesrat wurde das angenommen. Die Große Koalition unter der Führung der CDU-CSU hat das dann im Kabinett, sprich im Bundestag, abgelehnt. Sehr schön finde ich den Vorstoß der BaFin, sehr aktuell, die Dispo-Kreditzinsen aller Institute bundesweit unter die Lupe zu nehmen, gerade auch aus den gerade genannten Gründen. Der Bundesrat, sagt sich schon, stimmte dem Gesetzentwurf zu. Die CDU-CSU hat das abgelehnt. Im Verhältnis zu privaten Banken liegen die Sparkassen, und das ist das Erstaunliche, man könnte ja glauben, die privaten Banken langen mehr zu. Nein, die privaten Banken liegen gegenüber den Sparkassen im Schnitt 2% unter dem Zinsniveau der Sparkassen. Hierfür gibt es keine Rechtfertigung. Es besteht somit dringender Bedarf, um der Dispo-Abzocke der Sparkassen einen Riegel vorzuschieben. Der Rest ist eine Frage politischen Willens. Und so begrüßen wir selbstverständlich auch Initiativen, wo zum Beispiel von der Deckelung der Gehälter von Sparkassenführungskräften die Rede ist. Und wenn, wie hier wahrscheinlich gleich zu hören, die Sparkassen mit einer ungünstigeren Kostenstruktur zu tun haben, müssen sich die Sparkassen fragen lassen, ob sie da nicht vielleicht sich ein Beispiel nehmen an den privaten Banken, denn da funktioniert es auch. Laut Sparkassengesetz unterliegen die Sparkassen und die Sparkassen-Giroverbände in Nordrhein-Westfalen der Aufsicht des Landes. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Finanzministerium. Mit dem Sparkassengesetz NRW regelt der Gesetzgeber den Rahmen für das Sparkassenrecht. Das Sparkassenrecht ist in Deutschland Ländersache. Nochmal, die Piratenfraktion fordert daher unverzüglich, Sparkassengesetz festzuschreiben, dass die Dispozinsen gedeckelt werden, dies moderat auf 8% über Basiszins. Das ist, verehrte Damen und Herren, gelebte Verbraucherpolitik. Dies ist gerecht und moderat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Blass.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, während meiner langjährigen Tätigkeit bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen habe ich viele Fälle kennenlernen müssen, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher, die fair oder überschuldet waren, neben ihren vielen finanziellen Problemen zudem noch einen hohen Dispozins auf ihre Überziehung zahlen mussten. Aber auch Bürgerinnen und Bürger, die den Dispositionsrahmen für eine kurzfristige Finanzierung nutzen, zahlen heute deutlich mehr Zinsen, als dies notwendig wären. Von Verbraucherschützern wird daher bereits seit Jahren gefordert, dass Banken die Dispo-Kreditzinsen, die häufig im zweistelligen Bereich liegen, senken bzw. dass ein Zinsdeckel eingeführt werden soll. Und gerade jetzt, wo wir eine absolute Tiefphase der Zinsen haben und der Zins eher bei Null sich orientiert. Dies zeigt sich eben auch aktuell. Wie die von den Piraten im vorliegenden Antrag aufgeführten Studie der FAZ und Korrektiv aus dem März dieses Jahres zeigt, geben insbesondere die Sparkassen den durch die derzeitigen Niedrigzinsphase entstehenden Zinsvorteil beim Dispo-Kredit nicht an die Kunden weiter. Und so liegt der durchschnittliche Dispo-Kreditzins der Sparkassen mit 10,75% 1,9% über den der Privatbank. Dabei zeigt die Studie, dass die bei den Sparkassen eine breite Spannbreite zwischen der Höhe der Dispozinsen besteht und der Vergleich der Höhe der Dispozinsen zwischen den verschiedenen Instituten eben der Kunden sehr schwer fällt. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen stehen für einen Dispo-Deckel für alle Banken, zumal, wie Sie ebenfalls im Antrag ausführen, die rot-grüne Landesregierung im vergangenen Jahr bereits einen Gesetzesentwurf mit dem Ziel einer Deckelung der Dispozinsen für Sparkassen und Privatbanken in den Bundesrat eingebracht hat. Da sich die Große Koalition im Bundestag bereits im Koalitionsvertrag nicht auf eine Deckelung der Dispo-Kreditzinsen einigen konnten, scheiterte der Gesetzentwurf nach Zustimmung des Bundesrates dann leider im Bundestag, da insbesondere die CDU eine Deckelung ablehnte. Schade, denn dies hätte für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine deutliche Verbesserung bedeutet. Um die Deckelung der Dispo-Kreditzinsen zumindest für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen zu erreichen, fordern Sie mit Ihrem Antrag nun die Landesregierung auf, eine Obergrenze für die Dispo-Zinsen der Sparkassen über das Sparkassengesetz NRW einzuführen. Wenn es eine Deckelung geben sollte, dann eine für alle Banken. Und dies kann nur der Bundesgesetzgeber, meine Damen und Herren, auf den Weg bringen. Wir haben da keine Gesetzgebungskompetenz. Wir können daher Ihrem Antrag nicht zustimmen. Aber, meine Damen und Herren, das Thema ist natürlich ein ganz, ganz verbraucherpolitisch wichtiges. Und ich lassen Sie mich zum Schluss sagen, ich fordere die Sparkasse Nordrhein-Westfalen auf, ihre Zinspolitik zu überdenken und sich dem allgemeinen Zinsniveau anzupassen. Dies im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Blask. Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Scharrenbach jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Behauptung der Piratenfraktion, die Gesetzgebungskompetenz für einen Dispo-Deckel läge beim Nordrhein-Westfälischen Landtag, ist schlichtweg falsch. Frau Kollegin Blask hat das gerade auch schon gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten. Denn wir unterscheiden ja im Sparkassenrecht zwischen dem formellen Sparkassenrecht, das ist das Sparkassenverfassungsrecht, und das Sparkassenorganisationsrecht und letztendlich dem materiellen Sparkassenrecht, nämlich die Wirtschafts- und Geschäftsführung. Und das haben wir ja nun, Herr Kollege Schulz, oft genug auch im Haushalts- und Finanzausschuss in Bezug auf andere Fragestellungen der Sparkassenorganisation miteinander auch diskutiert. Insofern, die Ausgestaltung des formellen Sparkassenrechts, die obliegt dem Nordrhein-Westfälischen Landtag, aber die Ausgestaltung des materiellen Rechts hingegen dem Bund. Und insofern die von Ihnen vorgeschlagene Regelung in Ihrem Antrag zielt einzig und allein auf das materielle Sparkassenrecht ab, wofür der Bund zuständig ist und nicht der Landtag Nordrhein-Westfalen. Insofern, um es dann auch kurz zu machen, abgesehen von diesen formellen Zuständigkeiten im Föderalismus, möchten wir natürlich auch eine politische Bewertung Ihnen zukommen lassen. Wir halten es für falsch, den Dispo-Deckel ausschließlich auf die Anstalten des öffentlichen Rechts, sprich die Sparkassen, anzuwenden. Denn Sie wissen, in welchem Markt sich insgesamt derzeit die Institute befinden. Und Sie wissen auch, in welcher Situation sich im Besonderen die Sparkassen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit befinden. Und vor diesem Hintergrund würde Ihr Vorschlag, den Sie ergriffen haben, dazu führen, dass Sie einseitig in einen Markt eingreifen und hier wettbewerbsverzerrend tätig werden. Und das ist mit der CDU-Landtagsfraktion nicht zu machen.
Zweitens, ja, die Zinssätze für Dispo- und Überziehungskredite wirken sehr hoch und unterscheiden sich dann auch noch mal zwischen Disposition und Überziehung. Aber, und das wissen Sie doch, Herr Schulz, die Höhe der Zinsen hängt doch nur bedingt mit der Refinanzierung der Banken zusammen. Hier spielen noch viele Faktoren eine Rolle. Das ist die individuelle Risikoeinschätzung, das ist die Eigenkapitalsituation des Kreditnehmers, Betriebskosten, Bearbeitungskosten, das Bankmodell, ob ich ein großes oder kleines Filialnetz habe, die Verfügbarkeit von Geldautomaten, Beratungsbedarfe und so weiter und so fort. Und insofern kann man gar nicht alle Sparkassen, ob in Westfalen-Lippe oder im Rheinland, über einen Kamm scheren. Und schlussendlich, Dispo- und Überziehungskreditzinsen vermeidet man natürlich insbesondere dann, wenn man sein Konto nicht überzieht und nicht in den Dispo geht. Insofern vor diesem Hintergrund fehlende Zuständigkeit dieses Landtages und ein Eingriff in den Markt, den wir für unverhältnismäßig halten, kommen wir dazu, Ihren Antrag abzulehnen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Kurzintervention. Herr Kollege Schulz, wenn Sie sich eindrücken, kann ich Ihnen das Mikro. Ja, wunderbar, Mikro ist frei. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Frau Kollegin Scharrenbach, ich habe natürlich damit gerechnet, dass Sie besonders betonen, es gäbe einen Unterschied zwischen dem formellen und materiellen Sparkassenrecht. Das weiß ich natürlich. Ich hatte aber nicht umsonst in meiner Rede auch betont, dass alles in der Politik eine Frage des politischen Willens ist, der politischen Willensbildung. Und ich habe auch hier in diesem Landtag schon Gesetzesänderungen erlebt, die dafür Sorge tragen sollen, um einen bestehenden Zustand zu wandeln. Ja? Ich bin natürlich an dieser Stelle besonders dankbar für diesen Appell der Frau Kollegin Blask, aber gleichzeitig möchte ich Ihnen eines noch entgegenhalten. Eingriff in den Markt, sagten Sie. Ja, es wäre in der Tat ein Eingriff in den Markt, ein Eingriff in die Wettbewerbsfähigkeit zugunsten der Sparkassen, wenn sie denn in ihrem Zinsniveau wenigstens auf das Niveau heruntergingen, wie es die Banken derzeit ja nun mal praktizieren. Denn nicht umsonst musste ja auch erwähnt werden, dass die Sparkassen grundsätzlich im Durchschnitt bundesweit 2% über den privaten Banken liegen. Die Frage muss man doch mal hier stellen, wieso das so ist. Es kann sich doch nur um irgendwelche strukturelle Fehlentwicklungen bei den Sparkassen handeln, die es zurückzuführen gilt auf ein Normalmaß, sodass eben die Sparkassen ebenfalls mit dem wenigsten Zinsniveau der Banken auskämen. Also hier jetzt ohne weiteres den Eingriff zu monieren, halte ich doch für einigermaßen überzogen. Nochmal. Politischer Wille ist maßgeblich. Wo der ein Wille ist, ist doch ein Weg, Frau Kollegin Scharrenbach. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Und jetzt hat Frau Kollegin Scharrenbach Gelegenheit zum Antworten. Lieber Kollege Schulz, meine Damen und Herren der Piratenfraktion, natürlich hat dieser Landtag auch schon versucht, als Landtag Dinge zu verändern. Aber ein Landtag kann nun mal ein Bundesgesetz und eine Bundeszuständigkeit und eine Landeszuständigkeit nicht ändern. Deshalb ist es ein Landtag und nicht der Deutsche Bundestag. Erstens. Zweitens, Sie schlagen diesen Antrag zur direkten Abstimmung vor. Sie hätten ihn ja auch überweisen können. Dann hätte man sich ja intensiv mit der Frage und auch mit den Sparkassenverbänden auseinandersetzen können, warum denn die Sparkassenverbände noch mal 2% über dem Durchschnitt der Privatinstitute liegen. Das hätte man tun können. Aber das wollen Sie ja offenkundig nicht, denn Sie schlagen diesen Antrag zur direkten Abstimmung vor. Drittens, wissen Sie sehr genau, Herr Kollege Schulz, warum die Sparkassen diverse Entwicklungen haben, die Privatinstitute nicht haben. Und das hat Gründe, die in unserem Bankensystem nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Und viertens, und das ist so und das bleibt auch so, wir haben, auch wenn es die Piratenfraktion enttäuscht, weder in Nordrhein-Westfalen noch in der Bundesrepublik Deutschland eine Planwirtschaft, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Und das wird auch so bleiben. In diesem Sinne lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharrenbach. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Markert. Ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, an Tagen wie diesen soll man sich kurz fassen, hat der Kollege Ott jetzt gerade noch mal zugerufen. Aber erlauben Sie mir trotzdem, vielleicht noch mal in hoffentlich sachlicher Form zu dem wichtigen Anliegen der Piraten Stellung zu nehmen, weil, das will ich vorweg schicken,
aus verbraucherpolitischer Sicht ist natürlich ein Beenden jedweder Abzocke gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die darauf angewiesen sind, sich Geld zu leihen, natürlich ein ehrenwertes Anliegen, was in dem Grundsatz und abstrakt von uns natürlich geteilt wird. In konkreto müssen wir uns das aber dann leider ein bisschen genauer angucken. Im Übrigen finde ich auch, dass bei so wichtigen politischen, verbraucherpolitischen Debatten, Frau Kollegin Scharrenberg, der Rückgriff auf Plattitüden wie Planwirtschaft und so weiter vielleicht dann auch wenig weiterhilft. Umgekehrt hätte es vielleicht weiter geholfen, wenn die Piraten in der Tat den Antrag zur Überweisung vorgesehen hätten. Dann hätten sie zwar nicht vor den Ferien den schnellen medialen Erfolg gehabt, aber möglicherweise eine sehr sachbezogene Debatte, wo wir uns die Gemeinsamkeiten genauer hätten angucken können. Sie fordern die Einführung einer Obergrenze des Dispozinses für alle NRW-Sparkassen, der maximal 8% über dem Basiszins liegen soll. Sie begründen den Antrag mit einer übermäßigen Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher und dem Missverhältnis zwischen dem jetzigen Zinssatz, Herr Kollege Schulz, vielleicht mögen Sie auch folgen, und dem durchschnittlich von Sparkassen geforderten Zinssätzen. Und Sie fordern einen Alleingang von Nordrhein-Westfalen, indem Sie unser landeseigenes SSK-Gesetz entsprechend ändern wollen. Dem können wir in dieser konkreten Forderung nicht folgen. Richtig ist, dass bisher weder freiwillige Appelle geholfen haben, noch eine Bundesratsinitiative, sollte man eben auch ruhig noch mal erwähnen, zur Schaffung einer einheitlichen Dispo-Obergrenze erfolgreich war. Der richtige Adressat, und auch das wurde eben schon angedeutet, wäre an dieser Stelle allerdings die Bundesregierung gewesen. Dafür gibt es für ein Landesparlament allerdings auch Möglichkeiten, das zu artikulieren, etwa über eine Bundesratsinitiative. So hätten Sie das ja entsprechend auch formulieren können. Eine isolierte landesrechtliche Regelung, die nur, und ich betone nur, die Sparkassen belastet, ist kontraproduktiv und setzt die ohnehin schon unter erheblichem Druck stehenden Sparkassen noch mehr unter Druck. Dabei sind gerade die Sparkassen, ich will daran noch mal im Namen unserer Fraktion erinnern, die Geldinstitute, die sich am meisten gesellschaft- und sozialpolitisch engagieren, diese nun in einen künstlich verzerrten Wettbewerb zu schicken, wäre fatal. Ein reiner Zahlenvergleich mit einer Direktbank wird dem jedenfalls aus unserer Sicht, was jedenfalls das sozial- und gesellschaftspolitische Engagement und die Chancen von kommunalen Kreditinstituten betrifft, nicht gerecht. Neben diesen kurzen inhaltlichen Erwägungen dürfte es darüber hinaus aber auch, Kollege Schulz, Sie sind ja auch rechtskundig, noch viel gewichtiger sein, dass jedenfalls aus unserer Sicht dem Land in diesem Punkt die Gesetzgebungskompetenz für die Regelung der Materie fehlt. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht allgemeinpolitisch Druck ausüben kann. Ich habe eben die Bundesratsinitiative angesprochen, aber jedenfalls die Gesetzgebungskompetenz in Nordrhein-Westfalen, um diesen singulären Aspekt zu regeln, fehlt. Die Entscheidung über die Höhe der Dispo-Kredite trifft die jeweilige Sparkasse eigenverantwortlich, die jeweilige Sparkasse eigenverantwortlich. Und da ich Sie ja als juristischen Kollegen schon länger kenne, weiß ich auch, dass Sie das eigentlich auch wissen und insofern den Antrag auch anders hätten sozusagen formulieren können. Und weil wir vermutlich nachher vereint sind im sportlichen Fieber, möchte ich Sie einladen zu einem gemeinsamen politischen Fieber. Unterstützen Sie uns doch in dem Anliegen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, in unserem Bestreben, eine bundeseinheitliche Regelung für die Direktbanken auch zu finden. Dann hätten wir etwas gemeinsam auf den Weg gebracht. Und vielleicht gehen Sie noch mal in sich und formulieren Ihren hier vorgetragenen, zur direkten Abstimmung stehenden Antrag so um. Dann hätten wir im Verfahren die Gelegenheit, möglicherweise über einen gemeinsamen Entschließungsantrag in den entsprechenden Fachausschüssen noch mal zu einer zielführenden und auch rechtlich konformen Lösung zu kommen. In diesem Sinne herzlichen Dank, und vielleicht kriegen wir es ja noch gemeinsam hin. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Damit hat dann Herr Kollege Witzel für die FDP-Fraktion das Wort. Und Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen hat unlängst etwas Interessantes gesagt, wenn ich das hier zitieren darf, nämlich, wenn Banken für Guthaben so gut wie keine Zinsen zahlen,
gibt es auch keinen nachvollziehbaren Grund für Dispozinsen in der gegenwärtigen Höhe. So Wortlaut Dr. Norbert Walter-Borjans. Und das beschriebene Phänomen ist zutreffend, nicht? Bei einer Abwärtsspirale von Niedrigzinsen zu Nullzinsen, die ja jetzt schon in den Negativzinsbereich umkippen und den Konsequenzen, die damit für viele Bürger drohen. Kein Vermögensaufbau mehr möglich, Alterssicherung wird gefährdet, System Lebensversicherung wird zerstört. Das ist schon ein Thema. Und wir haben durch Inflation in Kombination mit Nullzinsphase eine gigantische private Vermögensvernichtung und Umverteilung von Privaten zum Staat hin, der teilweise an seinen Schuldenbergen durch negative Umlaufrendite jetzt noch daran, an diesem Phänomen verdient. Und deshalb kann ich politisch Ihnen nur raten, auch an anderer Stelle dieses Problem nach Ihrem Befund in den Blick zu nehmen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Wiederherstellung realer Marktbedingungen, das muss ein Appell sein an Draghis unheilvolle EZB-Politik, der sinnlosen Geldschwemme an dieser Stelle und der Möglichkeit natürlich Vermögensbildung auf anderen Wegen zu ermöglichen. Genau da hat ja Rot-Grün kontraproduktive Signale gesetzt mit der Fastverdoppelung der Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen. Zu den Disposätzen. Die FDP hat grundsätzlich, wie Sie alle wissen, Probleme mit ausufernder Regulierung und immer mehr Vorschriften für den Markt, wenn diese objektiv nicht notwendig sind. Und der politische Wille von Rot-Grün, den Sie ja im Bundesrat beantragt haben, ist eine Dispo-Begrenzung 8% über Basiszins, also real 7%. Die finden Sie am Markt. Da gibt es Anbieter für. Zu sogar noch günstigeren Dispo-Konditionen als den 7%, die Sie in den Blick nehmen, gibt es eine Reihe von Anbietern von Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken, also von zwei Säulen im Bankensystem. Wir haben das uns diese Woche noch mal ganz aktuell in den Vergleichsportalen angeschaut. Der Bereich der Volks- und Raiffeisenbanken fängt mit Instituten an bei 4,3% Dispozinssatz, geht dann weiter über 5-, 6-, 7-prozentige Angebote, die Sie dann auch bei Privaten finden. Das ist natürlich nicht bei allen Instituten vorhanden. Klar, das ist die logische Konsequenz aus Markt und Wettbewerb. Interessant ist das, was Kollege Schulz gesagt hat, nämlich die dritte Säule des Bankensektors fehlt mit entsprechenden Angeboten innerhalb ihres Korridors, und das sind bekanntlich die Sparkassen. Diese liegen oft an der Spitze bei den Belastungen, könnte die Liste der Beispiele des Kollegen Schulz noch verlängern. Sparkasse Geseke 11,8%, Sparkasse Kirspe Meinerzhagen 11,97%, Sparkasse Finntrop 12,01%. Das sind die wirklichen Spitzenwerte, mit denen wir es im Land auch oftmals zu tun haben. Und deshalb sind die eigentlichen Herausforderungen doch andere als die rot-grüne Bundesratsinitiative, nämlich die Herstellung von Markttransparenz. Warum gibt es kein Disporadar, so wie wir das beim Benzinradar ja auch haben, durch entsprechende Moderation? Oder die Stärkung der BaFin, die sich ja genau gerade auch das als Untersuchungsgegenstand aussucht, ob das, was in AGBs und Kreditverträgen geregelt ist, auch zeitnah, vertragstreu, konform umgesetzt wird. Genau diese Anpassungszeitpunkte auch. Wenn es Rot-Grün also ernst meint mit dem 8-prozentigen Dispo-Deckel, dann müssen Sie mit der Regulierung in der Tat dort beginnen, wo es objektiv betrachtet am ehesten gerechtfertigt ist und wo Sie am ehesten auch einen Hebel haben, mit dem Sie ansetzen können. Und das ist natürlich die dritte Säule der öffentlich-rechtlichen Anbieter, die als öffentlich-rechtliche viele verschiedene Privilegien haben, aber dafür natürlich auch Verpflichtungen gewisser Art eingehen, die im allgemeinen Interesse sind. Die Piraten halten deshalb mit diesem Antrag der rot-grünen Landesregierung listig den Spiegel vor, in den sie offenbar ausweislich der bisherigen Wortbeiträge schon gar nicht mehr reinschauen wollen. Der Antrag der Piraten ist so formuliert, dass hier kein Gesetz zur Abstimmung gestellt wird, sondern die Aufforderung an die Landesregierung, ein Gesetz vorzulegen. Dies kann auch appellativen Charakter haben. Und deshalb darf ich bei den bemerkenswerten Einlassungen, die es gerade von den Koalitionsfraktionen gegeben hat, nur daran erinnern, die Vergütungstransparenz bei Sparkassen hat genauso begonnen. Herr Kollege, da gab es die ersten Redezeit.
Zweifler. Ich komme sofort zum Ende, Frau Präsidentin. Gerne. Da gab es nämlich die ersten Zweifler, die gesagt haben, da haben wir rechtlich keine Zuständigkeit. Schwarz-Gelb hat gesagt, wir wollen es aber politisch regeln. Wir haben damit angefangen, das Gesetz später noch mal überarbeitet. Mittlerweile eine schlichte Selbstverständlichkeit. So entstehen politische Veränderungsprozesse von unten. Wenn ein politischer Wille da ist, kann man diesen Appell im Sparkassengesetz auch deutlich machen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung spricht der Finanzminister. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will es kurz machen. Erstens, es ist richtig, dass wir einen Deckel brauchen. Den haben wir beantragt. Es ist keine Sache des Landes. Das ist auf der Bundesebene durchzusetzen. Wir haben es nicht durchsetzen können. Aber wo immer das möglich ist, werden wir auch am Ball bleiben. Wir müssen vielleicht nur eines beachten. Das eine ist, dass natürlich die Banken beim Dispozins berücksichtigen müssen, dass sie den Dispositionskredit immer in voller Höhe mit Eigenkapital unterlegen müssen. Das heißt, sie haben natürlich an der Stelle auch einen Kostenfaktor. Nur, dass sie auch andere Dinge genau in den Bereich hineinrechnen, in den auch oft besonders Bedürftige rutschen, die dann diesen Zins bezahlen müssen und die vielleicht eben auch die größeren Probleme haben, sich zu informieren, wo denn in einem Dispo-Radar alternative Möglichkeiten liegen. Das ist schon ein Anlass zu sagen, dass an dieser Stelle ein Deckel draufkommen sollte, weil das wirklich eine Bedienung bei Menschen ist, die es möglicherweise nötiger haben als andere. So, an dem Ding bleiben wir. Das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, das geht nicht, weil es nicht auf Landesebene zu machen ist. Und vor diesem Hintergrund kann man diesem Antrag, glaube ich, nicht zustimmen. Das Ziel, das dahinter steht, ist absolut unterstützenswert. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Und für die Piraten noch einmal Herr Kollege Schulz mit 36 Sekunden. Genau, Frau Präsidentin, ganz kurz. Erstens, Kollege Witzel, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben recht, sehe ich genauso. Zweitens, dies ist ein erster Aufschlag zu einem politischen Diskurs, den wir hier im Lande Nordrhein-Westfalen definitiv führen sollten. Und deswegen danke ich auch den Hinweisen, freundlichen Empfehlungen der Kolleginnen und Kollegen, Frau Blask, Herr Markert, die wir gerne aufgreifen. Das können wir natürlich nach der Sommerpause tun. Und wenn das damit bewirkt worden ist, was unser Antrag hier wollte, nämlich nichts anderes als diesen politischen Diskurs eröffnen, dann freue ich mich auf die Zeit nach der Sommerpause, wo wir in der Tat dann einmal die Sache etwas konkreter angehen und das vielleicht dann auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir sagen müssen, wo ein politischer Wille ist, ist auch ein politischer Weg und diesen Weg sollten wir verfolgen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Ich habe das aber richtig verstanden, dass Sie den Wunsch nach direkter Abstimmung trotzdem aufrechterhalten. Naja, so selbstverständlich fand ich das nach der Einlassung jetzt nicht, aber ist in Ordnung. Also ich schließe die Aussprache an dieser Stelle und erinnere noch mal daran, dass die antragstellende Fraktion der Piraten direkte Abstimmung beantragt hat. Deshalb führen wir die jetzt über den Inhalt des Antrages Drucksachennummer 12.339 durch. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Und die FDP enthält sich. Das sehe ich jetzt gerade so. Vielen Dank. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Antrag der Piraten abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13.